3, 2, 1 und go! Hallo! Ja, moin, wir schreiben 11 Tage nach dem Release von Hunting Drops 1. Feedback war solide, deswegen können wir uns nicht zurückhalten, Hunting Drops 2 jetzt schon zu beginnen. Mal schauen, wo uns die Reise hinführt oder was. Ja, dann noch. Alter, wenn wir zu dem Absprung gelangen, ne, dann sind wir wahre Survival-Campler. Alter, wir laufen einfach mal zum Absprung. Das wird wahrscheinlich noch eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Ohne zu wissen, ob wir überhaupt runterjagen, weil das sah schon ganz schön hoch aus. Der Sandhaufen war jetzt auch nicht der weicheste. Gut, ein bisschen Schwund ist immer, gilt auch für Part 2. Das ist so eine Kacke, hier mit der Kamera hochzulaufen. Das ist nämlich steiler, als das aussieht, Alter. Ich hab ein fucking Skateboard. Ja, gut, das ist mir auch scheißegal, wenn das hinfällt. Kamera nicht, ey. Leck mich fett nochmal. Das ist ja alles scheiße hier eigentlich, ey. Nochmal. Den hab ich auch noch drauf. Da willst du dich nur mal kurz am Baum festhalten. Und was passiert? Haus das ganze Ding ab oder was? Ey, das ist hier wirklich eine Zumutung oder was hier hoch. Wenn man diesen Jump gebaut hat, hat nicht nachgedacht. Ja, wir sind schon mittlerweile ziemlich weit gekommen. Aber jetzt wird brenzlig kurz vom Ziel, ey. Das ist so fürchterlich. Also Etienne kommt auch gleich noch. Eigentlich nur schon mal gucken, ob man hier hochkommt. Wenn der da gleich kommt, der muss halt irgendwie allein hinter sich bringen. Sorry oder was? Du hast auch eine kurze Hose. Das sind schon mal faire Bedingungen. Das hier ist komplett an der Kante und voll mit Dorn, die Scheiße. Autsch, Alter. Vielleicht kriegen wir auf Kamera wieder da runterjagt. Ich fahr lieber in die Dorn als nach rechts. Sag bloß. Okay, wir sind am Absprung. Ja. Was müssen wir jetzt noch machen, Alter? Alle Dreck. Die Scheiße blockiert den ganzen Absprung. Komplett den Absprung bereinigen. Also danach gibt keinen zurück mehr. Wie bei Hunting Drops 1, ein fantastischer Start ins Video. Okay, ich bin absoluter Dulli, habe nicht hingekriegt, Sven vernünftig zu filmen. Was heißt das, Sven? Müssen noch eine Runde drehen. Boah, Junge, Alter. Geil. Okay, das war schon mal ein guter Move. Junge, Alter. Alter Lachs, ey. Heilige Mutter Maria, wir warten gerade auf Ette, damit er den Haufen nochmal lockert. Und was fliegt uns hier zwischen die Beine her? Eine Hornisse, Alter. Wir sind gerade ein bisschen am Beten, dass wir hier nicht durch irgendein Nest gesteppt sind. Das wäre echt schon sehr ungünstig, Alter. Da ist noch ein Stock, der weg muss, wo wir voll reinjagen würden. Das ist aber sehr sketchy, weil der relativ weit ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Dwayne das wegmacht und ich dokumentiere. Du hast gesagt, du machst nicht Film. Ja. Der ist abrichtig drauf. Ja, lass mal, Alter. Der muss aber weg. Ja. Lass mich noch mal gucken. So, Ette ist da unten auch da. Das Ding ist nur, wenn ich das abkriege, ne? Ette der Spaten. Geil, ey. Komm mal locker dran, das Ding ist nur, wenn ich das abkriege, dann gibt das ja so eine Wirkung, dass ich vielleicht nach vorne jage. Ja, das hat ja auch das Problem. Diese Hornissen, ne? Die ist weg, Digga. Geht? Ja, wobei, so reicht ja. Ist das geil? Nicht mehr. Dachte ich auch nicht, der Junge. Und ist hat Ass geworfen. Der fühlt das. Ja, ja. Das ist richtig geil jetzt auch. Gib ihm. Also spring auf Ette. Als erster springen. Oh, nee. Doch. Nee. Du springst immer als erster, Alter. Warm-up. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös. Ja, und ich hab Ohrenschmalz. Ich seh den auf, Junge. Was machst du damit? Verschwendung ist das. Ich dachte, das wäre die Verse wieder. Das war der Blatt. Scheiße, nicht so, Alter. Die macht mir das am scariesten. 3, 2, 1 und go! Go! Ja! Jawohl! Ja. Yes! Woohoo! Oh, Alter, mein Adrenalinpegel ist über meiner Nase. Oh, ich kick gleich um, so viel Adrenalin habe ich in mir, ne? Leck mir mal. Du Missgeburt! Das wäre geil, wenn du mich ausnockt. 1, 2, 3. Hui! Alter, da haben wir ganz schön Gewicht. 1, 2, 3. Uah! Junge!
sind aber absolut behinderte Gegenstände unten drin. Oh, Filme! So, Dwayne und ich haben ihn hinter uns gebracht. Insane Airtime, aber die Landung ist so unfassbar geil, war ich gewesen. Ette muss jetzt auch nochmal da hoch, aber die probieren so einen anderen Weg. Und ja, jetzt muss Ette auch runter da, ey. Das ist so geil gewesen. Er legt mir am Arsch, wie man sagt. Also wenn ihr irgendwo einen Sticker von uns seht und irgendwie eine hohe Mauer oder einen Sandhaufen oder sonst was, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ding gedroppt haben, sehr hoch. Das heißt hier, wenn ihr den seht, wisst ihr. Ja, sehr, ey. Oh, dann! Alter, leck mir am Arsch! Durch den Baum oder was? Ja. Rein in den Holger. Oh! Komm, Digga! Komm, Junge. Zieh durch. Ja! Alle! Woo! Ball! Boah! Boah, hab ich Adrenalin, Junge! Ja! Ganz viel Anlauf, springen ab und haben so viel Schwung, dass sie nicht mehr mit den Händen bremsen können. Deswegen nehmen sie ihr Gesicht. Hier sind die ersten deutschen Ampeldrücker mit dem Dive King Trailer. King, 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 King,